Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS22 im True Farming 2 Projekt, meine lieben Freunde. Und hier ist er, unser neuer Gabelstapler. Guckt ihn euch an. Ich fahre hier gerade den Kalk hier an die Seite. Bäm. So einer, das war jetzt nötig hier für den Landhandel. Ich sag's euch. So. Jetzt hier abgesetzt. Wunderbar, so muss das, so muss das. Aber, meine lieben Freunde, ich habe hier gerade schon was Neues gesehen, was sehr kacke ist. Und zwar wurden die Pastinaken da die ganze Zeit weiter abgekippt. Und jetzt sind unsere Düngerpaletten hier zugemauert, glaube ich. Das ist natürlich echt belastend, ey. Mais, lelelelele, Mais, lelelelele, Mais, lelelelele. Hallo, Guido Pech, Landhandel, was kann ich für Sie tun? Maisle, Mehl, Fichtal hier, servus. Servus. Du, ich hätte Raps für euch. Nehmen wir. Wären insgesamt so knappe 14.000 Kubik. Ja, nehmen wir. Preislich hat sich da was verändert zum Vorjahr. Da waren es ja, glaube ich, irgendwie 1.300, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, nee, ist alles noch gleich geblieben, hat sich nichts geändert. Ja, okay, gut, dann ihr sagt's wieder der Transportler Bescheid, oder? Nee, das musst du machen. Mach ich, ja, okay. Ja. Dann rufe ich die mal an. Dann alles hätte ich klar. Noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt aus Fichtal bei euch ein Gerät ausleihe, würdet ihr mir das hier herliefern? Ja, ja, klar. Boah, cool, dann würde ich gerne im. Lass mal kurz gucken. Oktober würde ich gerne ein Sonnenblumenschneider für meinen Deutzdrescher hier gerne bei euch ausleihen. Okay, da kann ich dir den. Einen Moment. Für den Maisschneidwerk oder was? Ja, entweder Mais oder Sonnenblumen. Ich muss Sonnenblumen ernten. Okay. Ja, mache ich dir was fertig auf jeden Fall. Ja, das wäre gut. Wie gesagt, sollte kompatibel mit meinem Deutsch sein. Ja. Das wäre, wie schimpft er sich, der 4090 HTS Topliner. Den Topliner hast du? Ja. Ja, da kann ich dir für Sonnenblumen das Kappa Elo Diamant 8 besorgen. Hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern. Mhm. Oder ich, ja, nee, das ist kleiner, das ist 5,7. Also ich kann dir das Capello Diamant 8 besorgen. Das wäre super. Wie gesagt, Oktober, ich wollte jetzt nur schon mal nachfragen, dass ich eine Sicherheit habe bis dahin, nicht alles kurz vor knapp und so. Aber gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid. Ja. Perfekt, das war's auch schon. Alles, danke dir. Alles klar, bitteschön. Wir hören uns. Wir hören uns, tschüss. Wo haben wir denn? Okay. So. Okay, tschüss, Caro. Ey, Caro! Caro! Ey, schon mal gar nicht. Ja, ey, schon mal gar nicht. Hier kann man ein bisschen mal Schrittgeschwindigkeit fahren oder so. Die armen Leute. Sei mal nett zu der Caro, die macht doch einen super Job. Ja, super Job, wenn man die Augen zu hat vielleicht. Nee. Na. Du, warte mal. Ich hab dir den, die hat Gras gebracht, 142.000 Liter. Ich hab dir auch noch angepackt. Ja. Und ich hab dir gesagt, für 200.000, das passt schon. Ja, wir können da ja noch Silage draus machen. Dann haben wir es ja locker wieder drin. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. 200 die 1000 Liter? Nicht 300, das wäre ja Quatsch. Nee, 200. Ja. Nee, 100 kriegt die, mehr kriegt die nicht. Nee. Wie nee? Ich hab dir das doch schon versprochen, das können wir doch jetzt nicht machen. Ja, nee, bist du bescheuert? Nix, wir brauchen Geld. Wir können doch nicht mehr auszahlen als. Nee, das geht so nicht.
Das kannst du nur bei uns machen. Da musst du mal mit Sven bequatschen. Das geht, glaube ich, nicht. Yeah. Ich nachher mal zu Sven. Ja. Ja, so, Krummelmer, was kann ich für dich tun? Ja, ich wollte mal fragen, ob ihr einen Kalkstreuer habt. Ob wir einen Kalkstreuer haben? Nee, leider nicht. Doch, haben wir wohl, ja klar, doch, ja. Ah, sehr gut. Dann würde ich nämlich quasi gerne Kalk bei euch kaufen wollen und den mit dem Streuer gleich ausstreuen. Ja, klar, mach mal. Das hört sich doch gut an. Gehört das schon zu dem Vermietungsring? Es ist normal, dass ein Landhandel den Kalkstreuer mit rausgibt, wenn er einen Kalk verkauft. Eigentlich ja, ja. Brauchst du gar nicht so gucken wie so ein Auto, Gunther. Ist ja gut. Ich finde das ja gut, dass wir das rausgeben und berechnen. Ja, nicht. Genau das nicht. Das ist hier kostenfreie Serviceleistung. Nee, kannst du auf jeden Fall nehmen. Fahr unter die Dinge, mach voll, sag, wie viel du gebraucht hast und dann rechnen wir nachher ab. Alles klar. So. Ich brauche einen Parkplatz für mein neues Gefährt hier. Hui. Ja, da ist doch gut. Ja, sehe ich auch so. So, wir haben ein kleines Problem. Wir brauchen einen Traktor mit Frontlader. Warum? Wir haben doch bleib einen... sitzen, Paul, bleib sitzen. Wegen dem. Ja, wegen der Rüben, Pastinaken oder was das ist. Dann fahr mal hier vor und fahr, kipp mal, lass mal, lad mal hier ruhig aus. Vielleicht kann ich meinen Stapler gleich benutzen. Da ist doch schon Kalk drin, oder? Nee, das Dünger, du. Ah. Du wirst auch gar keinen Blick dafür für die Sachen, die du hier verkaufst. Ich kann ja nicht oben reingucken. Mann. Ich verkaufe die ja nicht. So, Paul. Ich kauf nur. Was wolltest du jetzt? Ich? Nee, ich meine hier Hase. Ich brauche noch Arbeit. Soll ich gucken, ob ich irgendwo einen Frontlader mit Schaufel bekomme oder was? Ja, wir haben. Oder was brauchen genau. Wir brauchen eine Schaufel mit Frontlader, genau. Dass wir da vorne die Pastinaken nochmal wegräumen müssen. Ich glaube, da liegt der ganze Dünger drunter. Nee, den habe ich eben weggetan. Ach echt? Der Dünger, den du wegfährst, den habe ich eben, als mein Kalkstreuer leer war, habe ich den Dünger direkt wieder eingesammelt. Okay, hast du gut gemacht. Ich weiß. Ja. Gut, ich glaube, der Sven ist noch beschäftigt. Okay. Oder? Weiß ich nicht. Du könntest hier das Mähwerk hier schon mal wegfahren. Hinter der Halle. Mach ich. So. Wir brauchen dringend hier ein Regal, denn das nützt alles nichts. Oder warte mal. Das sind ja eh ein paar zu viele Pakete. Ich guck mal, ob was geht. Ich versuch mal was. Kannst du direkt ins Lager einlagern? Ja, genau. Das war jetzt mein Plan, ja. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich hoffe, dass ich das hier einlagern kann. Ja! So, dann hier das Ding da aufmachen. Wo ist denn überhaupt David? Am Hof? Hallo? Hallo? Schnapp dir mal ein Cuttermesser. Dann kommst du hier zur Fabrik. Zur Produktion. Und hol mir erstmal eins. Was machst du? Cuttermesser. Wo soll ich die Mähwerke hinstellen? In der Halle irgendwo. So, dass sie nicht im Weg stehen. Wo soll ich hin, Guido? Hinter die Halle. Hier zur Produktion. Pass auf, ich hab da den Saugtrichter angemacht. Und ja. Ich fahre jetzt hier die ganze Zeit die Palette dahin und du schneidest das unten auf, weißt du? Oder machst den Knoten da los? Jo. So, mach mal auf. Auf. Perfekt. Oh ja, da rieselt's raus. So, hier, nimm mal die Tüte da runter. Jupp. Perfekt. Ich hol die nächste. Da kommt. Beiseite. Ja, da kommen noch ein paar. Ja. Wo ist denn Sven? In der Werkstatt.
doktert an einem Audi rum. Soll der Grubber, der hinter der Halle steht, auch in die Halle? Ja. Oh. Ich glaube, die Kiste hing auf Spannung, du. Oh ja. So. Jo. Ja, so ein Stapler hat schon was. Können wir für den Stapler vielleicht noch eine Schaufel besorgen? Nee, ne? Für den Stapler eine Schaufel? Nee. Da, da hat nur Gabel dran, glaube ich. Okay. Warte. Da, 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 da. Perfekt. Wie viel hast du noch, Güdo? Mit dem noch ein. Okay. Also zwei insgesamt noch. Hinter der Halle stehen auch noch drei Paletten. Na, die kann ich auch holen. Guido Pech, Landtunnel, was kann ich für Sie tun? Ja, hier ist der Meister Willi von der BGA in Fichtal. Moin! Ich würde bei dir mal 10.000 Liter Saatgut und 10.000 Liter Dünger bestellen. Jo. Wollen. Müssen. Jo. Was denkst du, wie lange dauert das, bis es da ist? Keine Ahnung. Ich sag, ruf jetzt den Spediteur an und dann liegt's an Ihnen. Das kann ich so jetzt nicht genau sagen, aber eigentlich nicht lange dann. Da würdet ihr es schaffen, so in 2, maximal 4 Werkstagen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja super. So, warte mal eben, dann machen wir das direkt hier alles fertig. Ja, alles klar. Jo, ich danke dir. Jo, bitte. Dann bis später. Bis später, tschüss. Unternehmen in Rehbach. Ja, servus, Guido hier, hallo. Hi. Du, könntest du eine Lieferung bei uns abholen? 10.000 Liter Kalk und 10.000 Liter Saatgut? Für die BGA? Ja, die werden aber als nächstes erst dran, ne? Ja, ja, ist kein Problem. Ich komme gerade nur nicht auf unser Ding dran, ich kann gerade nichts eintragen, weißt du? Nee, ich hab's mir aufgeschrieben, ich trag's gleich bei uns sofort nach. Alles klar. Für die BGA in Fichtal. In, ne? Fichtal, genau, ja. Jo, hab ich mir aufgeschrieben. Alles klar, danke, tschüss. Ja, ciao. Die ist auch gerade. So. Sag mal, Guido. Ja? Habt ihr irgendwo Mäuse fallen? Ich hab beim Saubermachen hinterm Schrank eine tote Maus gefunden. Was, echt? Ja, aber kein Wunder bei dem, was Sven heute früh beim Frühstück da aus deinem Schubfach geholt hat. Das ist ein Punkt. Willst du jetzt sagen, ich bin unordentlich oder was? Nee, nur dass du vergessen geschmierte Stulle Mäuse anlockt. Oder schlimmer, Ratten. Ja. Ich frage mich mal, was im Büro so stinkt. Oh. Ja, im Nebenraum, neben der Gardena-Abteilung, dort sind Mäusefallen. Okay, dann stelle ich mal ein paar auf. Ja, nimmst du die und dann buch die mal oder mach einen Zettel dran, dann buche ich die nach auf Eigenverbrauch. Okay, mach ich. Jo. Ansonsten, das Büro sollte jetzt relativ wieder tippitoppi sein. Ach, hast du aufgeräumt? Na, ich habe gedacht, ich mache mich mal nützlich und tu da mal durchsaugen und ein bisschen aufräumen, ja. Na, perfekt.
Perfekt, perfekt. So. Ich versuche die jetzt beide zu nehmen. Ich hoffe, dass das nicht schief geht, du. Will ich wissen, was du tust, Guido? Oh. Uah! Oh, 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 oh. Sieht Guido, sehr sportlich aus, Guido. Soll dann eigentlich dieser Frontladeranbau hier verkauft werden, den wir haben? Nee, das ist ja unser. Ja, aber der passt ja nirgends dran. Ja, wir holen uns einen Traktor, wo der wieder dran passt. Ah, okay. Wir brauchen eh noch einen. Ich merke das hier immer mehr, dass wir einfach zu wenig Traktoren haben. Ihr schneid mal up. Moment, muss ich mich mal kurz bücken. Zack, und oben. Zack. Ja, perfekt. Boah, so gut aufgeschnitten, dass beide auslaufen. Super gemacht, David. Ja, super Messer. Sag ich dir. Ist auch das super Landhandelmesser, ne? Ja. Deswegen müsste ich auch erstmal ins Büro und das Messer holen. Ja, einen Moment eben bitte. So, sorry für den Kurzfilm, liebe Zuschauer. Das war mein Sohn und wenn der so spät anruft, dann ist meistens was wichtig, aber es war nicht wichtig. Er ruft nie an, außer für Scheiße. Ah, habt ihr auch so das Problem mit den heranpubertierenden Jugendlichen? Und die dummen Ideen, die immer haben? Unfassbar. So, der Letzte, dann haben wir's. So, ich habe mal drei Fallen aufgestellt. Jo. Hast du sonst noch was für mich zu tun, wo ich mich nützlich machen könnte? Zack. Ja, das ist gerade die Frage. Ich weiß es gerade nicht, du. Nützlich machen. Was kannst du denn so? Einiges. ansonsten könntest du den LKW nehmen und zu Kalle ein paar Pellets bringen. 4000 Liter braucht er. Okay. Warte, Hanna, da hängt noch die Kette dran an den LKW. Ich mach's ab. Wenn du jemanden mitbrauchst, dann nimm entweder David oder Gunther mit. Falls du es noch nie gemacht hast. Ich sagte gerade zu Hanna, wenn die nicht alleine klarkommt, dann soll sie bitte dich oder David mitnehmen, dass sie dir da vielleicht helft beim Entladen und dass ihr das einmal zeigt und sowas alles. Ich habe meinen LKW-Führerschein aus Kanada noch nie umschreiben lassen. Okay. Das ist ja nur einmal über, ist doch einmal über den Hof nur. Ach so, na dann. Also, einmal über die Straße vorne. Ja, na, da brauchen wir ja einen das halt den Kalle nicht. Wo kein Kläger, da kein Richter. Eben. Gut. Aber ich komme trotzdem mit, weil ich wollte den Kalle mal fragen, ob der was mit Schaufel hat, wegen der Pastinaken. No. Ja, so machen wir das. Die Pellet kommt mir in das Fass rein? Ja. Okay. Genau. So. Dann haben wir das, dann haben wir das. Ich rufe mal eben den Sven, dann bin ich gleich wieder da. Der steht doch hier neben dir. Wo? Frage, hast du meine Nachricht letztes Mal gekriegt? Ja. Aber ich sehe gerade, er telefoniert selber. Ja. Ja, genau, da hast du die richtigen
Mausefallen genommen, das passt, das passt. Okay. Ja, braucht man ja die Mäusefallen. Wir haben ja hier haufenweise Güter, ne? Ja. Können aber auch mal einen Kammerjäger kommen lassen, dass er einmal ordentlich hier nachschaut und so. Ach so, Guido, Mensch, war noch ein Telefon. Ja. Ich hab nochmal Geld gemacht, ich hab einen Turek nach Fischtal verkauft. Oh, wie hast du das denn gemacht? Na, wo ich dort war, war ich hier beim Forsttypen, hier beim Wolfgang. Ja. Und der war ja da so ein bisschen unzufrieden. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst, der hat wohl irgendwie beim Rosenberg einen Glas bestellt. Ja. So Xerion hier, so einen großen, ne? Ja. Und hat den bestellt, Rosenberg hat ausgeliefert, der hat bezahlt. Und so wie er bezahlt hat, kam ihm mal Glas um die Ecke und hat gesagt, ja, es gibt jetzt 15% Rabatt auf Glasfahrzeuge. Und das wären so bei den Xerion 80.000 gewesen oder so. Okay. Naja, und das Geld hat er halt nicht zurückgekriegt. Und ich wollte halt irgendwie, ob ich da was machen kann. Ich sage, naja, das ist halt im Endeffekt die Entscheidung von Klaas. Ich habe dann auch mit Klaas ausgehandelt, dass der zumindest hier die erste Wartung und sowas, ne, auf Haus und auf den Nacken von Klaas kriegt. Okay. Und da er da aber mit der Beratung von Rosenberg unzufrieden war, hat er dann quasi jetzt das nächste Fahrzeug, was er braucht, den VW Touareg, bei uns bestellt. Oh, das ist so schön. Und das habe ich jetzt gerade in Auftrag, der wird Ihnen geliefert direkt nach Fischtal. Ja, das ist super. Ah, gegen uns ja? Was auch, ne? Ja. Wo ich dich gerade hier habe. Ja. Der eine wollte, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Ach so, ja, hier, der, warte. Der. Nochmal überlegen und ich frage zuerst. Der Meißle, der hat den Deutzfahrt Topliner 4090 HTS. Ja. Und dafür wollte er sich ganz gerne das Capello Diamant 8 ausleihen. Mhm. Als, ja. Ob wir das, ob dahin, das passt oder was? Ja, nee, passend tut er schon. Soweit habe ich schon herausgefunden, ob wir das nach Fichtal verschifft kriegen. Wir sollten da. Naja, müssen wir mit Andreas hier vom Transportunternehmen reden. Ja. Und ich habe gerade noch 10.000 Liter Saatgut und 10.000 Liter Kalk an der BGA verkauft. Ey, geil, am Marder? Nee, nicht. Ja, der Kollege da von Marder. Ach, Scheiße, ich habe auch noch ein offenes Angebot von Marder. Wollen wir den nochmal anrufen zusammen? Mhm. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen Geld machen. Ja, dann rufen wir den nochmal an. Das ist gut. Ich habe nämlich noch Gras gekauft. Okay. Jetzt kauft er ja schon Sachen. Was hast du denen für Berechnungen gegeben? Ja, nee, da müssen wir mal drüber reden. Der hat an der alten da wahrscheinlich hier von... Caro. Ja. Caro? Wer ist denn Caro? Cora? Nee, Caro? Wer ist Caro? Na ja, von Kalle die Nichte, oder was? Genau, von Kalle die Nichte, ja. Die. So, ja. Da hat er Gras, kaufen wir an für 100. Oder, ja, kaufen an für 100. Und er hat für 200 an die verkauft. Es verkauft das Gras. Nee, angekauft für 200. Ja, dann machen wir noch Minus. Ja. Nee. Wir müssen da einfach Silage draus machen und dann haben wir Gewinn gemacht. Wie willst du da Silage draus machen? Wir haben keine Fahrsilos, nix. Ja, da fragen wir mal rum. Irgendwer hat doch hier ein... Bis jetzt bin ich bei jedem hingegangen, habe gesagt, kann ich mal bei euch? Und die haben alle ja gesagt. Krieg ich hin. Ich dachte, du hast den Gunter Hase von der Arbeitsamt geholt, damit das Büro ab und zu mal kehrt. Ja, keine Ahnung. Das macht ja jetzt die Hanna. Ja, weil du es nicht gemacht hast, Gunter. Ja, das stimmt nicht. Ich halt den David. Lass uns jetzt erstmal den Marder anrufen, dass ja, da kommen wir, kriegt man erstmal Geld rein, genau. Was Haas ausgibt. Wir gehen mal eben telefonieren, Leute. Kein Sinn. Marder, moin. Jo, moin, Marder. Ich bin's, der Guido, und zusammen mit dem Sven auch in der Leitung. Ja, hey, Marder. Moin. Du, sag mal, ja, dein Angestellter. Ja. Hat bei mir sich einen Kostenvoranschlag für den Annaburger BGA Fieldliner Anhänger eingeholt. Oh, Junge.
Ja. Das waren 110.000. Ja. Kostenvoranschlagspreis. Was ist denn da? Also wollt ihr den nicht? Das hat das letzte Mal mit dem Traktor schon nicht geklappt. Also ich habe keine Ahnung, was der Typ für Substanzen zu sich nimmt oder so, aber nee. Also das tut mir auch leid, dass der das immer bei euch macht, so, aber nee, das ist nicht aktuell. Okay. Also kann man das jetzt allgemein so einführen, dass wenn was bestellt werden soll oder ein Kostenvoranschlag, dass du das machst bei uns? Ja, mache ich. Das kriegen Super. Wir so hin. Dann würde ich das jetzt aus unserer To-Do-Liste löschen, ja? Ja, hattet ihr dem Transportunternehmen Bescheid gesagt wegen der Silage und der Gärreste? Habe ich schon gemacht, aber die waren halt auch in der letzten Zeit nicht da. Ich müsste da wahrscheinlich nochmal nachhaken. Ich habe auch wo du jetzt hier gerade sagst, dein Kollege hat bei mir 10.000 Liter Saatgut und 10.000 Liter Kalk bestellt. Es sollte eigentlich Dünger sein und kein Kalk, aber das ist richtig, ja. Okay, dann ändere ich das noch schnell um, dass er Dünger ist, statt Kalk. Ja, aber Webo, ihr habt mir doch hier neulich euer Mitarbeiter geschickt, ne? Gestern oder so. Wie hast du mich gerade genannt? Das war doch eine Beleidigung. Das war eine richtige Beleidigung. Du. Ihr habt mir doch euer Mitarbeiter geschickt, ne? Ja. Ja, der Typ ist nicht mehr da und ich habe hier noch so ein olle grün-gelbes Gelöt auf dem Hof stehen. Wie, der ist nicht mehr da? Du weißt nicht, der stand hier, hat zwei Worte gesagt so und oh, dann war er nicht mehr da. Ist einfach abgehauen, hier kommt er nicht mehr zur Arbeit, hier ist er auch nicht. Und jetzt habe ich hier so ein, ja, was ist denn das, so ein Bulli-Pickup-Gemisch in John Deere grün und gelb stehen. Ja, ey, das geht so nicht. Sven, das geht so nicht. Kann doch nicht irgendwo von Arbeit fernbleiben. Ja, vor allem, weil er dachte, der sollte dir ja helfen, ne? Ja. Hat er dir wenigstens geholfen oder war es keine Hilfe? Nee. Okay. Also habt ihr dem noch nicht erklärt, dass wenn man die Hände in der Hosentasche hat, gibt das kein Geld von der BG? Ja, doch. Eigentlich haben wir dir nochmal erklärt, ja, Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe, aber irgendwie... Also der stand hier mit Händen in der Tasche und hat sich das Gewusel angeguckt, das war's aber auch. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit diesem ollen Fahrzeug? Ja, wir gucken mal, ob wir den erreicht kriegen, dass er das Ding da abholt. Ja. Ja, okay. Ja, dann tut's uns leid, dann schicken wir dir das nächste Mal einen David, auf den es Verlass. Alles klar, perfekt. Jo. Gut, dann, Dieter, Marder. Dann hören wir uns. Alles klar, Sven, Schröder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Transportunternehmen in Rehbach. Ja, moin, Guido nochmal hier, servus. Du, hör mal, anstatt Kalk muss Dünger zur BGA, also Saatgut und Dünger. Ja, dann tragen wir das um. Ja. Kein Problem. Okay, jo. Das war's, danke. Ja, ciao. Tschüss. Du, Guido. So. Ich weiß warum. Ja, Sven. Guido? Ja? Trägst du das auch in das... Dokument für die Abholung ein? Ich kann das nicht. Na klar kannst du das. Nee. Du hast ja auch schon eingetragen, du vergisst das bloß immer. Das habe ich ja schon 20 Mal gezeigt. Das war doch hier bei... Nicht bei uns im Dokumentensystem, das ist nur die Anzeige dafür. Ja, genau, ja. Mensch, Guido, was ist denn los? Du wirkst... Nicht. Irgendwie so, waren auch 10.000 Liter Dünger und 10.000 Saatgut, richtig? Ja. Gut, das ist das gleiche wie bei Rosenberg. Ah, jetzt habe ich es wieder, ja. Ich habe schon eingetragen. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt noch BGA. Was heißt denn dazu Rosenberg inklusive 20%? Ja, weil er 20% Rabatt gekriegt hat. Warum? Wir hatten das doch mal ausgehandelt mit Ihnen. Der kriegt keinen Rabatt. Ich denke, komm, wir müssen auch mal ein bisschen nach BGA, geben wir auch Rabatt. Ein bisschen weniger. Nee. Wir müssen Geld machen, wir können gerade keinen Rabatt geben. Oh, guck mal, ich habe da jetzt...
Wer verdient doch schon gut Geld, Guido? Wir haben, wo ist er? Hat man nicht gerade eben noch einen Gabelstapler? Ja, das steht doch da. Ach, hier. Was ist denn das ja eigentlich für eine Printer? RBLU55. Keine Ahnung. Das hört sich da an wie Lohnunternehmen, oder? Ja. Mala, moin. Oh, sorry, Mala, da habe ich mich verwechselt. Großer Graus, wie in Rosenberg am Telefon. Ja, moin, Oswin. Ja? Ich sag dir so, wie es ist, du kriegst hier keinen Rabatt bei mir. Du! Du hast das gar nicht zu entscheiden. Und ob ich das zu entscheiden habe? Das macht der Sven. Das, nee, das haben der Sven und ich zusammen zu entscheiden. Das hat er jetzt hinter meinem Rücken gemacht. Ich will hier keinen hat Rabatt nicht geben. Hat er hinter deinem Rücken gemacht? Ja, ich wusste davon bis jetzt gar nichts. Ich habe gesagt, du kriegst hier keinen Rabatt mehr. 20%. Das ist das letzte Mal. Safe Call. 20%. Letzte Mal. Was das letzte Mal? Dass du hier Rabatt kriegst. Ach, so machst du das mit deinen Kunden? Ich, das geht so nicht. Ich habe was nie geht, gesagt. Was genau geht nicht? Dass du Rabatt kriegst. Warum? Ja, warum denn wohl? Ich weiß, du machst da hinten illegale Geschäfte mit unserem Saatgut. Du machst das dreifach und dann willst du noch Prozente dafür. So geht okay, das nicht. Jetzt wird's spannend. Erzähl mir mehr. Ja, ich habe noch keine Beweise dafür, aber ich bin dran. Was versuchst du denn zu beweisen, wenn ich fragen darf? Dass du das teurer verkaufst, als es normal ist. Okay, Frage? Ja. Wie soll ich denn jemand, wenn jeder bei dir bestellen kann, ja. Wieso soll der teureres von mir kaufen? Ja, weiß ich nicht. Warum willst du denn dann einen Rabatt haben? Aber weil es mein Gewinn ist, der Rabatt, den ich bei dir bekomme. Ich bringe das auf die Felder und ich rechne das Saatgut beim Kunde ab. Ja. Und umso günstiger ich es bei dir bekomme, umso mehr Gewinn mache ich damit. Ja, und wo ist mein Gewinn? Was? Wo ist mein Gewinn? Du bestellst einmal alle Jubeljahre, da mach ich da, du bist... Was mach ich? Alle was? Alle Jubeljahre bestellst du hier mal bei mir. Du bist kein... So wenig, bist du klein? Ja, du musst mehr bestellen, sonst lohnt sich da bitte 20% nicht. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich hab hier kalt bestellt, erst eine große Dings. Ich bestell hier Saatgut, hab ich schon mehrmals bestellt. Ja. Ich hab Flüssigdünger, hab ich erst bestellt. Dann bestell mich verarschen. Bestell das LU bei dir? Oh, massig. In Rebach? Ach, massig. Was denn für die 5 Quadratmeter, die ihr da im Feldern habt? Also, die kommen ja alle 2 Wochen und holen ihre Sachen ab. Ja, 1000 Liter. Nee, hier geht es schon um ordentliche Tonnen, mein Freund. Ja, vielleicht verkaufen die das dann teurer. Also, pass da lieber mal auf. Da musst du schon ein bisschen mehr nehmen. So 50.000, 60.000. Oswin? Ja? Gib mir mal dein Telefon. Ja, hier. Ido? Ja? Die 20% bleiben und beim nächsten Mal reden wir nochmal drüber. Wir haben jetzt gerade was Wichtigeres zu tun. Entweder rufst du 10 Minuten an oder wir beide telefonieren gleich nochmal. Aber sowas von mein Freund. Sag mal. Ja, ich so. Ja, das wir haben gerade doch, was ganz Wichtiges. Ja, ist ja voll okay, aber das kann man doch ordentlich sagen. Das wusste ich doch nicht. Guido, ja, entweder rufst du so, entweder machst du so oder so oder so. Das nicht ordentlich. Ja, entweder machst du so oder so. Und dann vor allen Dingen, die 20% bleiben. Die 20% bleiben. Ich kann bei dir noch 50% draufhauen, wenn du willst. Oswin? Ja? Luft anhalten? Guido? Ja? Wäre es möglich, dass wir in 10 Minuten nochmal sprechen? Achso, nee, das ist ja alles okay gewesen, aber du kannst nicht sagen, die 20% bleiben. Ja, und jetzt geh Schafköttel aufs Sammeln, du Lakaien. Mach ich auch, und jetzt gibt's keinen Rabatt mehr für dich. Junge, Guido? Auf meiner BGA wird hier nicht rumgeschrieben. Ja, das ist ja... So. Ich bin ja jetzt hier, ich muss jetzt erstmal schaufeln. Sven, der kriegt keinen Cent Rabatt, gar nichts. Okay, wieso hat er dich angeplafft, oder was? Ja, nie, sein Angestellter. Max, der hat wohl schon was zu sagen. Oh. Das ist das letzte Mal, dass der Rabatt kriegt. Okay, Deal. Ja, Hand drauf. Ja, Hand drauf. Warte. Und ich. Ja, gut. Weiter im Text. Ja. So, wir haben Gabelstapler. Das ist doch mal die Klamotten ausladen. Oh ja. Ich mach. Ja, warte, ich mach ein Stück. Ja? Nee, Guido die nicht. Caro, die hat dort schon mit Gras alles voll gemacht. Deswegen haben wir jetzt bloß 267 Liter geliefert. Hä? Was? Hä? Wer hat... Ja, wir sollten doch beim Kleinen dort Strohpellets liefern. Ja. Und da war der Trog schon komplett voll, deswegen konnten wir jetzt bloß 267 Liter liefern. Oh. Die hat auch den Knall nicht mehr gehört.
Oh. Naja, deine Nichte hat Scheiße gebaut. Das kann man mal so sagen. Mahlzeit. Guido, ich hol sie. Ich ruck's ein Stück vor, dann kommst du ran mit Gabelstapler. Okay? Ja. Fahr mal ein Stück zurück. Boah, sieht die alles so sexy aus. Ja, weil wir I'm sexy and I know it. Guck mal, ob du jetzt rankommst. Dazu. Das ist aber auch doof gemacht. Das müsste man doch seitlich öffnen können, oder? Ich hätte ja eine Idee, aber es macht Spaß, dem Guido zuzugucken. Was hast du denn für eine Idee? Wer parkt denn hier schon wieder wie der letzte Idiot? Den Teleskoplader hätte ich genommen. Ja, haben wir ihn? Ja, den hätte ich ihn geholt. Weg da, ich muss die Arbeitskleidung noch hinschauen. Habe ich nicht eben gesagt, wir sollten besser einen Teleskoplader nehmen? Was? Wir brauchen keinen Teleskoplader, verdammt nochmal. Guido, wann läuft denn dieser Vertrag mit dem Arbeitshaus, dass der Kerl zurückkommt? Ich weiß es auch nicht. Gunnar, sei vorsichtig mit dem guten Träger. Ja, natürlich, da das läuft hier. Die Welt von Pastinaken. Oh, nee, du. Man, gut, die Qualitätskontrolle war schon. Weg da, du Hammel! Ah. Alter. Sven, hast du jetzt trotzdem nicht. Sonst komme ich nicht oben dran, Paul. Mach mal gleich, warte. Okay. Guido, ich brauch dann mal noch ganz kurz eine helfende Hand von dir. Der Anhänger steht auch halb oben. Komm, dann mal hier die Rücksitzbank mal kurz mit reinheben hier. Ah, ja. Ja, warte. Ach, super, einwandfrei. Ist doch ein gutes Klicksystem, ne? Ja, schiebst du einfach auf die Schienen und dann. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. So, ich mach Kaffee. Genau, achso, wir können noch. Warte, Guido, nochmal hier, nochmal mit reinheben. Ja, fasst mal mit an, Jungs und Mädels. Ja. Ist da denn für ein neues Auto hier, sag mal? Warte hin, warte hin. Ah, nicht die raus, so. Ah. Himmel, Herr J. So. Ja, die sind super. Schön. Oder wollen wir sie umdrehen? Wir können die ohne Fahrtrichtung machen. Nee, hey, lass so ist gut. Beim Rückwärtsfahren wird mir immer schlecht. Ja. Guck mal so. Was sagt er dazu? Ja. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, oder? Wollen wir mal sitzen? Da kommen wir zu. So, komm. Der Land, komm, wir fahren auf Dauerfest. Der Landhandel gibt eine Runde Kaffee aus. Ja, das ist gut. Wir wollen auch noch mal kurz mit euch was besprechen. Ich will Geld. Ja, wir auch. Hier steht so ein schäbiger Pickup bei uns auf dem Hof rum. Ja, ist das wichtig? Ach so. Ja, damit wir den irgendwann mal umhandeln können, müssen wir nochmal beschnacken, wie viel wir jetzt für die Pastinaken kriegen. Nee, hier, den Pickup meinte ich eigentlich, den schäbischen. Ja, Pastinaken, das quatschen wir. Komm beim Kaffee, kommt jetzt. So, okay. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.